Herzlich willkommen zur 1.0 Experimental von 7 Days to Die. Es ist der Morgen angebrochen. Ich habe gerade mal Wasser eingesammelt. Jetzt schaue ich gerade, ich habe irgendwie Besuch gekriegt. Bisschen geguckt, was ich denn eigentlich so besitze und was nicht. Was ich das letzte Mal ganz ignoriert habe. Ich habe mein erstes vernünftiges Outfit gefunden. Ein Athletic Outfit. Aber wenn ich es mir so genau ansehe, dann ist das nicht so viel besser. Es hat weniger Light Armor Rating als das, was ich jetzt anhab. Dafür 2 Health Bonus. Zugegeben, es sieht deutlich besser aus. Aber das hier ist eh das Interessante. Und es hält weniger aus. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei dem und behalte das aber. So, das kommt hier rein. Ich habe auch schon, genau, ich habe auch schon ein Nomad Outfit. Das sieht auch ziemlich cool aus. Da ist aber so, dass mich das ziemlich runterzieht, was Geschwindigkeit, Ausdauer und Beweglichkeit angeht. Ist aber ziemlich schick. Light Armor Rating. Aber ich kann eins mehr tragen. Das ist natürlich verlockend und es schützt ganz doll, aber es ist viel zu laut. Dafür bin ich einfach noch nicht gut genug. Okay, ich habe eine kleine Morgenhorde und es wird Zeit, mich drum zu kümmern. Was ist hier los, Leute? Ich kann vorne auf die Sandsäcke springen, glaube ich. Vielleicht. Da. Was macht ihr da? Ich habe die Autos schon mal weggemacht gestern. So schön. Hier, ich habe angefangen, die Autos wegzumachen. Das ist schon da. Ich will hier die Horde abhalten. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob ich nicht besser vorher abziehe. Ich habe allerdings noch keinen Schraubenschlüssel. Das heißt, ich musste das mit der kleinen Axt machen. Was A sehr mühsam ist und B fällt da natürlich überhaupt nichts raus. Sag mal! Jetzt hör aber auf und bleib mal stehen. Ich gehe dir mal auf die Mütze hauen, das ist mir zu mühsam hier. Oh, und sie hat was mitgebracht. Sehr schön. Munition, wunderbar. Genau, das Problem für die Horde ist, hier habe ich nämlich wirklich, das ist nicht mehr viel, das kann ich noch schnell machen. Ich glaube nicht, dass ich noch einen Schraubenschlüssel kriege vor. Also wäre natürlich Glückssache. Aber so sind die großen Autos zumindest schon mal weg. Vorne steht noch ein weiteres Auto und natürlich sind die Tanksäulen. Die explodieren, glaube ich, auch. Ich bin mir nicht sicher. Die müssen im Zweifel auch weg. Was haben die denn? Die sind schnell gemacht. Und das kann ich aber machen. Das Problem ist das Polizeiauto. Also aufhacken will ich es nicht. So viel Hektik. Aber ich könnte mal gucken, ob ich reinkomme. Ja, ich brauche deutlich mehr Munition, weil ich kann sie nicht im Nahkampf machen, die Horde. Und ich muss mir irgendwas einfallen lassen, falls mir dann die Pfeile ausgehen, wie ich die Horde an mich rankriege. Dafür will ich heute auf jeden Fall Ressourcen. Also ich sag mindestens Holz und Cobblestone besorgen. Pflastersteine. Ah. Da ist doch hoffentlich Munition drin. Bisschen enttäuschend. Ich hätte gedacht, dass da mehr drin ist. Aber hey, jetzt kann es jedenfalls weg. Das ist schon mal gut. Und ich pack den Kram hier rein. Die Munition habe ich in der Tasche. Das ist gut. Der hier, 34,2. Was hat meiner? Dasselbe. Okay, den verkaufen kann ich den ja auch nicht. Nee. Und Shotgun-Munition habe ich erstmal hier gelassen, weil ich kann nicht so viel Waffen mit mir rumtragen. Und das hier, das brauche ich erstmal auch nicht. So. Ein Döschen kommt hier rein. Ich habe ein bisschen Hunger, also ich esse gleich mal das hier. Das nehme ich als Ersatz, als Reserve mit. Messing kann hier bleiben, dann kann das eigentlich auch. Ich glaube, ein so ein Ding reicht mir eigentlich. Ich habe noch nicht so viel zu essen, aber es geht. So. Hier ist noch reichlich Wasser. Oh, schön. Ich nehme mal lieber das mit und behalte das hier mal für die Horde.
Ist ja noch Zeit. Ich habe insgesamt 7 von 10 Quests. Und buddeln muss ich ja eh für Cobblestone. Ich habe 500 Steine. Ich habe schon ziemlich viel Holz. Aber buddeln passt eh. Das brauche ich für Cobblestone. Dann kann ich das doch auf jeden Fall noch machen. Dann sind schon mal 8. Dann fehlen mir noch 2 Aufträge, um die erste Tier abzuschließen. Und dann ins nächste Biom geschickt zu werden. Und hier zeige ich euch noch mal kurz mein vielleicht kleines Zuhause. Ich liebe diese kleine Kaffeehütte. Die Quick Cup Coffee hat. Sehr winzig, aber hübsch. Vielleicht ziehe ich einfach ein bisschen Geraffel dahin um und stelle da die Tausammler hin, weil die gehen bei so einer Horde gerne mal kaputt. So mit Geiern und so. Und vielleicht Polizisten, die spucken. Immer nicht so schön. Und die sind ziemlich empfindlich und halten nichts aus. Klebeband. Wunderbar. So, ich glaube, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen looten. Wieso ist denn das alles so weit weg? Jo, nehme ich mit. Da müsste ich doch eigentlich schon gewesen sein. Ah ja, hier war ich schon. Das heißt, hier am Auto. Das ist sehr hübsch, dass es jetzt Brücken über Gewässer gibt. Und man nicht mehr durchschwimmen muss zwingend. Finde ich super. So, es ist gar nicht so weit. Hier bin ich schon. Es ist auch noch früh. Ja, so einen richtigen Plan habe ich noch nicht, was ich für die Horde noch baue. Aber irgendwas muss passieren. Hier liegt so eine Tasche mitten auf der Straße. Oh, das kann doch bestimmt noch irgendwo rein. Da habe ich das schon drin. Da habe ich das auch schon drin. Aber da noch nicht. Der ergonomische Griff. So. Mal alles reparieren. Und weiterrennen. Oh, ich sehe, ich bin durstig. Ich hätte doch noch trinken sollen, bevor ich los bin. Aber dann muss ich jetzt das trinken, was ich dabei habe. So. Hier irgendwo, genau. Dann einmal die Schaufel. Mittlerweile ist es eine 4er, das ist schon mal ganz gut. Ich habe frische Werkzeuge gecraftet, nachdem ich nochmal gelesen hatte. Und ich bin natürlich nicht ganz so ausgehungert wie beim letzten Mal, als ich gebuddelt habe. Aber es dauert immer noch ein bisschen. Hab ich denn? Ich guck mal lieber, ob ich jetzt. Jetzt noch, ob ich Punkte habe. Nee, ich habe keine Punkte mehr. Dann könnte ich nämlich hier im Zweifel einen in... Ach nee, ich habe schon einen in meiner 69er. Naja. Das wird auch so gehen. Und es ist ein Zombie da. So rot bist du. Gut, ich putte ein bisschen reichhaltig, weil ich brauche ja sowieso sehr viel Erde. Also weiter im Text. Und da ist der Foodstash. Schauen wir doch mal. Oh, sehr schön. So. Und natürlich gibt es zum Essen immer Zombies dazu. Kann ich eigentlich mal mit dem Messer? Autsch. Angeblich blutet ihr dann so schön. Wäre es natürlich gut, man hätte da Punkte drin. Ja, geht. Ist ein bisschen mühsam. Könnte ich aber perken. So, ich habe einen verloren. Halt, fall nicht in das Loch. Moment. Auch was aus. Erledigt. Und aufgelevelt. Ey, das hat perfekt gepasst. So, ich habe 1000 Laysoil gesammelt. Jetzt bräuchte ich natürlich mindestens genauso viel Steine, damit ich in gleicher Menge Cobblestone machen kann. Die will ich auf jeden Fall jetzt auf dem Rückweg noch einsammeln, sprich irgendwo zusammenkloppen, weil nur sammeln ist ein bisschen schwierig. Halt, Messer haben wir gesagt. Hm.
Es gab ja Beschwerden, ich würde immer dieselben Waffen nehmen. Auch gut. So, wo liegen hier so Boulder? Da ist einer. Ist, glaube ich, recht schnell, das Messer. Aber es stecken einfach noch keine Punkte drin. Einen habe ich ja jetzt. Den wollte ich aber, glaube ich, woanders reinstecken. Ich wollte die Punkte diesmal nicht so verteilen. Und deswegen habe ich in Strength nur einen drin. Und dementsprechend auch in Pummelpeak nur einen. Und hier unten auch nichts gemacht. Ich dachte, ich konzentriere mich erstmal auf Agility, damit ich insgesamt mehr Schaden machen kann. Und das heißt, ich kann mehr Archery perken und alles, was hier sonst noch ist. Das heißt, zum Beispiel Parkour mache ich sonst immer eher erst später. Hier wäre das. 10% mehr Schaden für Blade Weapons. 3 blutende Wunden. Power Attack inflicts 2. Okay. Und wenn ich nochmal drauf hacke, dann blutet er länger. 10% langsamer werden sie bluten. Und Stamina kostet weniger, ja. Ich mach das mal. Genau. Und jetzt muss ich aber noch ein bisschen was mitnehmen. Und ich bin fast wieder beim Händler. Die Ausbeute war gar nicht so schlecht. Halt, ich suche erstmal die Tür. Ich habe immerhin einen Honig gefunden. Das ist super. Und ich habe über 1000 Steine gehackt. Das war mühsam, aber nötig. So, ich habe jetzt 1300. Sogar ein paar Cobblestone Rocks habe ich gefunden. Und da mache ich jetzt am besten auch gleich nochmal 1000. Sind die Steine auch schon wieder weg? Ein bisschen Eisen habe ich mitgenommen. Das Zeug habe ich gefunden. Erde. Müsste ich nicht sehr viel mehr Erde haben? Ach so, ja, habe ich gerade verwurstet. Genau, ein bisschen Kohle habe ich mitgenommen. Nitrat ist nicht viel. Aber so alles in allem. Was will ich jetzt bei ihm? Genau, ich will ihm das zurückbringen. Well, let's state your business, fool. Was hast du für mich? The Great Heist? 10% mehr Silber, Gold und Diamanten beim Looten finden. Oder 60 Shotgun Shells oder 109 mm. In Anbetracht der Tatsache, dass ich sonst nicht so viel habe, finde ich 9 mm eigentlich ziemlich verlockend. Und natürlich ist ein Antibiotikum auch cool, aber ich habe jetzt... Wo ist er denn, der Honig? Ich sehe ihn gerade. Da. Ich habe einen Honig, also ist es nicht ganz so dringend. Ich nehme die Munition. War nicht viel Geld. What the hell do you want this time? Habe ich irgendwas zu verkaufen? Eigentlich diesmal nicht. Ich könnte die hier verkaufen. 60. Aber ja, doch. Ich verkaufe die. Was hast du alles Schönes? Ich will vor allem Bücher, aber die ich haben will, die hast du nicht. Scrapping for fun ist wahrscheinlich für eine Ranch und so, aber ich glaube, ich könnte sogar eine machen, wenn ich diese Werkbank hätte. Und Tools Digest, da bin ich auch schon gut dabei. Ich mache es jetzt mal. Thank you very much and now you can go fuck yourself. So, nimm den nächsten Job mit. Nochmal buddeln, weil das ist nicht so weit weg, sonst muss ich ewig laufen. Let's make a pact. You do some. What are you standing there for? Don't you have work? So, wie viel habe ich jetzt? Ich habe 8 Quests für ihn gemacht. Das dürfte jetzt die 9. sein. Ah, 2 noch. Was gibt's denn hier so? Ich muss jetzt eigentlich gar nicht mehr so dringend was kaufen. Ich bin jetzt nicht übermäßig satt. Ich könnte hier zum Beispiel mal was essen. Aber es ist auch nicht richtig dramatisch mehr. So. Ich hab ein bisschen Chrysanthemen mitgenommen, damit ich mir wieder roten Tee machen kann. Ich hatte, glaube ich, keine mehr. Und jetzt ist es an der Zeit, ich werde jetzt nicht buddeln gehen, sondern jetzt ist es an der Zeit, mir zu überlegen, was zum Henker bastle ich für die Horde. Und ich bin zu Hause oder dem, was noch mein Zuhause ist, aber bald nicht mehr sein soll.
Gut, bisschen Wasser, bisschen von allem. Ich packe das mal weg, aber ich muss auch gleich hier nochmal, ich setze gleich nochmal Tee an. Weil der Durst lässt nicht nach. Hier. Red Tea. Mach mal 10. Das reicht auch, genau. Sehr gut. Ach so, halt, das kommt in die andere Kiste. Und ich muss noch, kann schon mal damit anfangen, mir Pfeile zu machen. Auch dafür brauche ich Steine. Deswegen ist es ganz gut, dass ich nicht ganz so knapp gewirtschaftet habe. Okay, was könnte ich tun? Ich habe hier hinten diese Treppen, das habe ich alles schon weggehackt. Und der Lastwagen ist weg, das Auto hier ist weg. Dann müssen die zwei noch weg. Ich weiß nicht, wie schädlich die sind. Dadurch könnte ich aber auch vielleicht hier noch einen Pfeiler hinmachen, damit dieses Dach ein bisschen stabiler ist. Was ich nachts schon gemacht habe, war, hier so ein bisschen Guckloch zu machen, damit ich Leute, die hier an der Tür stehen, einfach wegkloppen kann. Und ich muss schon wieder meinen Cobblestone zum Reparieren verwenden, das ist ja mies. Gut. Dann kann das hier noch weg. Tja, das Polizeiauto werde ich auch noch wegklopfen. Eigentlich sollte da nichts mehr passieren, wenn es einmal gelootet ist. Und der hier, das mache ich später. Der kostet mehr. Jetzt überlege ich mal. Ich brauche erstmal noch ein paar Blöcke. Vielleicht so 70. Okay, das bleibt jetzt hier alles hängen. Pfeile mache ich anschließend. Oh, das habe ich vergessen. Die 12 Sekunden kann ich warten. Schade, dass der hier kein Licht macht. Aber ich hatte hier in der Ecke irgendwo Licht. Die Straßenlampe vielleicht? Ist da eine Straßenlampe? Nee. Die Dinger? Nee, die sind auch aus. Irgendwie war hier nicht ganz finster. Vielleicht ist es doch die. Okay. Den lasse ich auch stehen. Ich fange vielleicht mal so 2, 3, 4, 5. Vielleicht würde ich hier an der Ecke was machen. Und mache ich das so oder mache ich es stabil? Ich mache das mal aus denen. 3, 4, 5. Das müsste doch ungefähr diese Ecke sein. 2, 3, 4. Gut. Und dann würde ich da rüber bauen, aber da brauche ich ein paar mehr Pfeiler. Die Sandsäcke halten wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel aus. Dazwischen rein kann ich nicht bauen. Hier. Und zwar ein bisschen viel. Also, weil ja nur 2 Abstand. Aber 3. Halt. 3, 4. Wieso hüpfe ich denn so viel? Ich denn? Ich hab doch Parkour gar nicht gelevelt, oder doch? Das war doch nur Wunschdenken eigentlich. Das war nur Wunschdenken, ja. Dafür bräuchte ich jede Menge Punkte, wenn ich da was reinköpfen wollte. Das muss doch noch warten. So ungefähr. Halt. Falsch, nicht ganz auf Linie. 3, 4, 5, 6. Zu hoch. Und hier kann ich jetzt nicht das nicht dran pappen, weil da so ein Buchstabe dran ist. Und der hat 1000. Ich fass es nicht. Dann machen wir das anders. Ich glaube, ich mache mal den Rest mit Gittern. Das hat sich doch ganz gut bewährt. Halt, da war es schon. So. Und dann kann ich das hier drauflegen, dann passt das. Und dann könnte ich eigentlich hier alles komplett voll machen mit Gittern.
Dann kann ich mich da frei bewegen. Sollte das nur zwischendurch hier nochmal anpappen, damit es nicht ganz bei erst bester Gelegenheit auseinanderfällt. Ich hoffe, das hält eine Weile. So ungefähr. So, dann könnte ich hier auf jeden Fall schon mal nach unten schießen. Dann brauche ich aber eigentlich nur noch irgendwas. Wenn mir die Munition ausgeht. Ugh. Ich glaube, ich brauche nochmal sehr viel mehr Blöcke. Vielleicht gleich nochmal 80. Holz habe ich genug. Das Problem wird eher, das Ganze dann aufzuwerten. Aber gut, mit irgendwas muss man ja anfangen. So, das wäre quasi ein bisschen doppelt und dreifach. Das wäre meine Plattform. Und dann, Moment, dann würde ich hier drei Abstand lassen, weil zwei können sie springen. So. Zwei. Kann ich das springen überhaupt? Und dann brauche ich dafür 1, 2, 3, 4 vielleicht noch. Vielleicht so. 2, 3, 4, 5. 3, 4. Und jetzt brauche ich noch eine Treppe hier hoch. Und dann kann ich schön von dieser ganzen Range hier die Zombies erreichen, wie sie versuchen, da nach oben zu hüpfen. Was ja, wenn es nur so ist, eine Weile dauert. Und dadurch, dass das alles offene Blöcke sind. Aber da werde ich Plates drauf machen, um die zu schützen, falls ich es schaffe. Ich fange einfach mal an, das aufzuwerten. Ich könnte das ja mit Nachtzombies testen, allerdings sind die so rabiat, dass sie vermutlich dann gleich die Hälfte abreißen. Erstmal noch Holz. Und dann die Seiten und vorne die Treppe noch so ein bisschen. Dann ist das alles diesmal viel, viel früher fertig als sonst. Ich bin es gar nicht gewohnt. So, ich brauche dass wir mal die Konstruktion noch zu Ende kriegen. Ich brauche hier. Die nehme ich. So. Damit sie nicht hier unten schon stinkig werden. Und dann könnte man da in die Lücke ein Stairs Third Corner oder so setzen. Genau. Und da setze ich direkt auch eins ran. Warum nicht? Einfach nur, weil es schön aussieht. Wenn ich das alles auf Cobblestone aufwerte, was ich nicht schaffen werde, weil ich nur 1000 habe, dann habe ich vielleicht auch noch einen Punkt gemacht. Aber wir machen erstmal heute erstmal noch Holz. Genau. Die schon mal. Da könnte ich ja noch ein Geländer hinstellen oder irgendwas, damit sie ein bisschen runterbremsen. Gut, dann kommen hier an die Stelle halt. Da kommen drei Woodframes hin, die ich wegnehmen kann, weil sonst habe ich ja die ganze Nacht hier Tag der offenen Tür. Und dann muss hier noch irgendwas hin, damit ich theoretisch zumindest da auch kämpfen kann. Aber hey,
Eins nach dem anderen. Und bevor ich zu viele auf einmal mache und dann irgendwas zusammenbricht, erstmal ein paar Sachen aufwerten. Es hat tatsächlich für einen Punkt gereicht. Ich habe einen Punkt gut gemacht und ich habe hier so ein paar Sachen schon mal mit Cobblestone aufgewertet. Ich habe noch 640 über. Jetzt muss ich mir hier überlegen, was ich da eigentlich hinbauen will. Und das kommt noch wieder oben drauf. Und zwar, also, ich habe überlegt, diesmal vielleicht nicht mit den Bars, sondern ich habe es ausprobiert. Habe ich das hier schon irgendwo hin? Nee. Es gibt einen Block, der heißt Railings. Und mit, durch den könnte man durchgreifen. So, und den suche ich jetzt mal. So, es ist eh schon hier. Das ist die Railing. Den... Ach. Da mache ich mal einen Favoriten draus. Ich hoffe, dass das stimmt und ich mich nicht täusche. Dann ist es aber allemal nicht schlimmer, als die Gitter zu nehmen. Ich mache die mal so rum hin. Ich dachte, ich mache da so eine Art Tresen. Und am besten mache ich den Tresen gleich zwei breit. Und vielleicht mache ich da direkt nebendran auch nochmal. So. Da kommt dann noch ein Pfosten runter vielleicht. Und dann könnt ihr da auch nochmal ein Railing-Ding daneben. So. Und dann dachte ich, wenn hier die drei Blöcke dran sind, dann kann hier quasi der Tresen sein, wo ich so mit meinem Knüppel oder mit meinem Messerchen, wenn ich bis dahin da Lust drauf habe, auf sie einstechen kann, wenn meine Pfeile aus sind. Das heißt, müsste aber da einen Block offen lassen und dann sollen sie ja, wenn sie stapeln, nicht gleich hier rüberfallen. Wahrscheinlich muss ich mehr als drei machen. Mal gucken, wie das geht. Aber das wäre so die Basis. Ich setz den mal hier hin, weil es die Dinge einfacher macht. Nee, macht es nicht. Ja. Okay, es ist ein mühsames Gefrickel. So, genau. Dann kann ich den daneben stellen und hier... natürlich ganz ungünstig, das hier. Das muss ich vielleicht noch ein bisschen ausweiten. So, dass hier schon aus ist. So, und dann würde ich das aber wieder rausnehmen. Ja, ob es funktioniert und im letzten Moment zusammenbricht, wie das bei mir traditionell der Fall ist, das werden wir dann sehen. Ich versuche es einfach mal. Und hoffe, dass es besser funktioniert als sonst. Und dann könnte man vielleicht irgendwas mit einer Klappe oder so machen, dass ich dann nicht so heftig wird. Ich kann jetzt hier natürlich keine Klappe mehr hinsetzen, weil da dieses Ding dran ist. Aber ich könnte da drüber vielleicht... Ich mache mal eine... Vielleicht auch eine blöde Idee, aber... Und vielleicht werte ich das mal komplett auf. Soweit es eben geht. Ich
Ja, und dann habe ich natürlich das Problem mit den Geiern. Da muss ich auch gleich noch drüber nachdenken, ob ich vielleicht irgendeine Form von Dach noch baue. Zombies in der Nähe. Ich hatte ja auf Wild gehofft. Ah, die da hinten stehen nur rum. So, und dann würde ich jetzt diese Hedge da dran pappen irgendwie. Da, achso, die geht dann nur hier direkt rein. Oder wäre schlauer, ja, wahrscheinlich muss die gleich nochmal weghacken. Nach unten heißt, sie klappt nach oben weg. Das ist prinzipiell ja nicht verkehrt. Und kann ich da eine drauf? So, das geht nicht, weil die ist dann hier. Weil das ist ja auch derselbe. Ja, es ist nicht ganz die smarteste Konstruktion. Ich hätte es ein bisschen anders machen müssen. Auch auf die Gefahr, dass ich es wieder wegmachen muss. Ich pop das mal hier hin. Och. Ach, na ja. Gut, dann werte ich jetzt mal hier diese Gitter noch auf. Läuft. Die Idee ist gar nicht doof. Die Idee ist ja gar nicht doof. Gut, aber ich glaube, für heute reicht das erstmal. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne den Daumen hoch da und abonniert den Kanal für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.